In dieser Folge bei Stefan Goldenstein Wildlife. Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal Stefan Goldenstein Wildlife. Mittlerweile haben wir es Mitte Februar und wir haben heute so ziemlich das erste Mal in diesem Monat richtig geiles Wetter. Kaum Wolken am Himmel und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, an der Küste ein bisschen entlang zu laufen. Mein Ziel ist jetzt eine kleine Pütte und das ist wirklich eine sehr, sehr kleine Pütte, die direkt hinterm Deich liegt. Und da war ich vor einer Woche mal in einem meiner unzähligen Birding-Touren, die ich so mache. Allerdings habe ich dann meistens nie die Kamera dabei, sondern einfach nur ein Fernglas und schaue, was so geht. Naja, und auf jeden Fall bei dieser Pütte, da habe ich Sanderlinge entdeckt, Alpenstrandläufer, ein paar coole Entenarten, sogar eine Bachstelze. Und die waren alle richtig nah dran. Und ich hoffe, ich habe heute auch Glück. Wir haben jetzt auch gerade wieder Hochwasser, dass sie sich da in der Pütte aufhalten. Also wünscht mir Glück. Ja, heute Nacht war es relativ kalt und ich muss jetzt mit Erschrecken feststellen, dass um 14 Uhr überall noch Eis drauf ist. Scheiße. Vielleicht gelingen mir deswegen gleich ein paar coole Aufnahmen. Vögel auf dem Eis, das ist nice. Mit Eis habe ich bei diesem super Wetter sicherlich nicht gerechnet. Den Stockenten scheinen kalte Füße allerdings nichts auszumachen. Auf der Eisfläche wurde geschlafen oder sich geputzt. In den eisfreien Bereichen wurde ausgiebig gebadet. Das schien den Enten sogar richtig Spaß zu machen. Diese Schnatterente scheint sogar das Eis nach Nahrung abzusuchen. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie schafft es die Sturmmöwe in jedes meiner Videos. Sie legt in solchen Gewässern gerne eine kurze Pause vom Fliegen ein. Auch einige Rallen sind hier zu Hause. Die häufigste Ralle war das Blessum, welches ich beim Putzen und Baden beobachten konnte. Das Highlight in diesem kleinen See war allerdings ein Spießentenpaar. So nah konnte ich die Art bisher noch nicht filmen. Zunächst schwammen sie zusammen mit anderen Enten auf dem See. Später tauchten beide abwechselnd nach Nahrung am Schilfrand. So, ich stehe jetzt hier direkt vorm Deich und da habe ich jetzt gerade gefilmt und an dem See werde ich jetzt filmen. Und hier habe ich jetzt schon mit dem bloßen Auge gesehen, da sind ein paar kleinere Limikolen. Auf jeden Fall habe ich Steinwälzer erkannt und ich glaube auch einen Alpenstrandläufer gesehen zu haben. Aber ich werde jetzt mich an den See begeben, da setze ich mich auch schon an die Straße und da werde ich dann ein bisschen filmen und ich hoffe, dass da was Cooles dabei ist. So, hinter mir seht ihr jetzt die sogenannte Lagune. Das ist einmal hier so ein flaches Vogelgewässer, sag ich mal, mit relativ kurzem Rasen davor. Und hier habe ich beim letzten Mal die Sanderlinge gesehen. Der Alpenstrandläufer sucht eigentlich im Watt nach Nahrung. Aber glücklicherweise kam auch ein Exemplar hier in die Lagune. Nur wenige Meter vor mir suchte die kleine Limikole nach wirbellosen Tieren. Der Alpenstrandläufer ist hier ein sehr häufiger Vogel und kann in großer Zahl beobachtet werden. Wie soll es auch anders sein?
Die Stockenten belagerten auch die Lagune. Unter den Stockenten im Gras huschte aber etwas anderes herum. Es sind drei emsige Steinwälzer. Sie sind auf Nahrungssuche und wenden dabei eine tolle Methode an. Sie drehen alle Hindernisse um, da sich dort Beutetiere verstecken können. Ich beobachte sie wirklich gerne dabei. Den Orni, den ich gerade getroffen hatte, der hat heute auch schon einen Sanderling gesehen, aber momentan ist leider keiner da. Dafür habe ich jetzt gerade schon tolle Aufnahmen von einem Alpenstrandläufer hinbekommen und von ein paar Steinwälzern. Und da drüben, da sind sogar ein paar Ringelgänse. Von den Ringelgänsen gibt es mehrere Unterarten. Diese drei gehören zu den dunkelbäuchigen Ringelgänsen, welche auch die häufigste Unterart bei uns ist. Alle Arten brüten allerdings in arktischen Gegenden und sind hier nur im Winter anzutreffen. Der Austernfischer hingegen ist ganzjährig zu beobachten. Er ist eine der Charakterarten unserer Nordsee. Wir haben richtig geiles Wetter, hatte ich ja schon im Intro quasi erwähnt. Das lockt natürlich auch diverse Leute an, ne? Also ich ist ja jetzt auch nicht so, dass ich mitten in der Natur sitze, sondern ihr seht es hinter mir. Ich sitze quasi mitten auf so einem Weg. Na klar, und da kommen permanent Leute lang. Aber das Gute ist, hier dürfen keine Hunde her. Also drehen die meisten Leute direkt da vorne beim Tor ab. Oder beziehungsweise gehen dann den Strand weiter runter. Aber hier habe ich jetzt Glück und hier kommen nicht so viele Leute lang. Aber ich werde natürlich trotzdem immer wieder gefragt, was ich hier denn mache und so. Aber ich beantworte die Fragen auch gerne. Aus irgendwelchen Gründen steht ein Hubschrauber hier jetzt genau über dem See und das geht mir gewaltig auf den Sack. Nach dem Hubschraubertumult kam etwas Bewegung in die Lagune. Daher ist es wichtig, immer alles genau im Blick zu haben. Also das Warten hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, denn es ist tatsächlich ein Sanderling hier erschienen. Allerdings ist er auf der anderen Uferseite. Aber das Gute ist, der arbeitet sich jetzt ganz langsam das Ufer entlang. Und wenn ich ganz viel Glück habe, dann ist er so in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde vielleicht auf meiner Uferseite. Das wäre natürlich richtig geil. Naja, und ich habe ja Sitzfleisch, also könnte ich eventuell Glück haben. Aber kann natürlich auch sein, dass der Sanderling einfach wieder umdreht und wieder die andere Richtung runterläuft. Aber ein paar Aufnahmen habe ich trotzdem gekriegt. Sauer. Auf der anderen Uferseite zeigte sich endlich ein Sanderling. Diese Art gehört wie der Alpenstrandläufer zu der Gattung der Strandläufer. Der Sanderling ist allerdings mit bis zu 22 cm Körperlänge minimal größer. Jetzt im Winter hat der Sanderling ein schlichtes, hellgraues Gefieder. Im Sommer werden die Farben etwas prachtvoller und der Kopf verfärbt sich in ein rötliches Braun. So, ich laufe mal an der Seite des kleinen Sees entlang und ich hoffe, dass ich hier ein bisschen näher an den Sanderling rankomme. Also ich komme auf jeden Fall näher ran, allerdings bin ich hier dem Wind ein bisschen mehr ausgesetzt und ich muss gleich über den Zaun filmen. Also könnte das sein, dass es gleich ein bisschen wackelig wird. Und ja, der nächste Nachteil ist, hier kommen die ganzen Leute vorbei. Also ich filme jetzt direkt durch den Zaun hier und das klappt ganz gut mit dem Teleobjektiv, muss ich sagen. Und es sind auf jeden Fall bessere Aufnahmen wie von da hinten, weil ich würde sagen, ich bin jetzt um zwei Drittel näher rangekommen. Das ist ganz gut. Nun kann man schon etwas mehr Details erkennen. Wie alle Strandläufer sucht er im Uferbereich nach wirbellosen Tieren wie Würmer oder Muscheln. Im flachen Wasser wird daher genau alles inspiziert. Diese schöne Beobachtung rundete den tollen Tag ab. Herrlich! Ha, 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 ha.
Ja, das war's dann auch schon. Ich fahre jetzt gute 2 Stunden hier. Mein Parkticket geht auch nur 2 Stunden. Und in der Zeit, ja, muss ich sagen, habe ich meinen ersten Sanderling auf Kamera bekommen, also videotechnisch auf Kamera bekommen. Dann habe ich einen schönen Alpenstrandläufer auf Kamera bekommen. Ja, und ja, ein paar Steinwälzer, ein paar schöne Enten und so. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt für die kurze Zeit. Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Naja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Über Kommentare freue ich mich immer sehr. Und was mich am meisten freuen würde, wäre ein Abo. Denn ein Abo, das bringt den Kanal auf jeden Fall unwahrscheinlich voran. Und so kann ich dann viel mehr Menschen für Tiere begeistern. So, das war's dann auch. Haut rein, Leute. Tschüss.